Wie ist der Plan, Stan? Den Kahn hacken, uns mal drauf umsehen und vielleicht rausfinden, wieso Bloom jemand mit Bellwether auf die Börse loslässt. Das einzige Problem, er ist außer Reichweite. Okay. Der Kahn wird nicht mit CTUS vernetzt sein und chinesische Protokolle nutzen. Aber ich habe einen Fix für dich. Easy peasy. Ich patche dich auf meiner Seite rein. Du brauchst einen guten Handyempfang. Ich schicke dir Koordinaten zu einem Leuchtturm in Marem. Denk daran, dich da mal umzusehen. Der Blick ist spektakulär, Hacker. Marcus, wir wollen ja Teiles dran kriegen, okay? Optik? Ja, ja. Habt ihr was in dem Datendump gefunden? Ja, okay, sagen wir einfach, die Steuern, die Regierungszuschüsse, die Forschungsprogramme, man beachte die Gänsefüßchen, nichts passt zusammen. Und sie arbeiten mit Bloom an etwas, das sie den 10-Jahres-Plan nennen, wieder in Gänsefüßchen, der die CTOS-Sicherheit verbessern soll. Warum melden sie dann Patente auf Militärtechnik an? Weil CTOS den Weg aller Kontrollsysteme geht. Und deshalb ist Junior hier an Bord mit einer Mission. Nein, ist er nicht. Das ist nicht deine Entscheidung. Glaubst du, du kannst einfach bei Tides reinlatschen und ihre dreckigen Geheimnisse klauen? Sogar Onkel Sam kauft seine Biometrik-Schlösser bei Tides. Das ist das Sicherheitsniveau, mit dem wir es zu tun haben, klar? Der Handscanner? Kinderspiel. Wir brauchen nur eine Hand. Ist für dich doch kein Problem. Hey, das ist dein Plan, jemandem die Hand abschneiden? Das geht. Nicht hier. Herzfrequenz und Blutfluss werden mit Infrarotstrahlen gemessen. Kein Blutfluss, keine Freischaltung, nur okay, Wasser. Okay, gut. Wir schnappen uns jemanden lebend. Und der öffnet das Schloss für uns. Nein. Das Pulsmessgerät schlägt Alarm, wenn er nervös ist. Okay, dann spritzen wir jemandem ein Beruhigungsmittel, um den Puls zu verlangsamen. Scheiße nochmal, wir hatten schon einen guten Plan, nicht Mann. Nicht mit ihm! Junior, aus. Oh. Hör mir mal zu. Du kannst nicht einfach so tun, als wärst du hier der Boss, okay? Das ist meine Werkstatt, meine Hardware. Er will aus Junior eine Bombe machen. Eine EMP-Bombe, wie ein trojanisches Pferd. Wir treffen die richtige Hardware, grillen die Datenbank, das setzt die Türen auf die Standardcodes zurück. Ein verdammtes Kinderspiel. Dann brauchen wir nur die Standardcodes. Hm. Klingt ganz gut, Mann. Hm? Eine Nacht zusammen in der Wüste und ihr zwei seid beste Kumpels? Weißt du was? Ist okay, Marcus. Stell dich auf seine Seite. Ignoriert mich einfach, ja? Hey, wird er wachsen, Kleiner. Was hast du gerade gesagt? Hey. Ganz ruhig. Bleib cool, Mann, bleib cool. Wie kriegen wir ihn da rein? Zuerst einmal entfernen wir hier die ganze hochwichtige Propaganda. Stopp, Jungs, stopp. Lass die Farbe. Wenn eins dieser Dinger ausfällt, holt Tides sie aus seinem Service-Depot ab. Oh. Auf die Art bringen wir ihn rein. Sehr gut.
Das ist wirklich gut. Cool, Mensch. Okay, okay. Bin bereit, wenn du es bist, Marcus. Ja. Ich kaufe mir keine Early Access-Spiele. Hast du Junior eingepackt? Yep, er ist drin. Dann MacGyvern wir ein EMP im Reparaturdepot? Kaum zu glauben, dass das reicht, um in die beste Sicherheitsfirma der Welt einzubrechen. Tja, plus den geklauten $36.000-Roboter. Du willst damit sagen, dass ich zu dem Plan am meisten beisteuere? Nein, ich will sagen, dass du ein Langfinger bist. Ein Desperado. Desperado? Gefällt mir. Der maskierte Desperado schleicht durch die Gassen auf der Suche nach den wertvollsten Schätzen des Reiches. Kein Auftrag ist zu klein oder unwürdig für den maskierten Desperado. Der maskierte Desperado und sein schwacher, aber großherziger Gefährte, der dunkle Fremde. Weißt du was? Desperado nehme ich zurück. Du bist der maskierte Cracker. Okay, ich bastle uns eine fiese kleine EMP-Bombe. Schätze, es wird kein Problem, hier die richtigen Teile zu finden. Mann! Was könnte man hier für Roboter bauen? Vielleicht nächstes Mal. Kein Zutritt. Oh! Ah. Oh. Als ich reingezogen bin, hatte ich nur Chance auf Sichtschutz. Sonst nichts. Scheiße, war das ein böses Erwachen. Manchmal kann ich ja ein T-Shirt tragen. Liebespot-Sequenz gestartet. Jemand Lust auf echtes Online-Dating? Eine Sexmaschine. Liebespot-Sequenz gestartet. Interessant. Puh, klingt, als würde ich gar nicht kündigen. Ist schwerer, als ich gedacht hätte.
Spot-Sequenz gestartet. Oh, meine Drähte laufen heiß. Jemand lust auf echtes Online-Dating. Jemand lust auf... Alles in Ordnung. Alles sicher. Liebespot-Sequenz gestartet. Eine Sexmaschine. Jemand Lust auf echtes Online-Dating? Eine Sexmaschine. Oh, meine Welt. Folgen Sie mir bitte. Nimm mich jetzt. Ich liebe dich. Oh, meine Welt laufen heiß. Eine Sexmaschine. Liebespot-Sequenz gestartet. Jemand lust auf echtes Online-Dating. Gehen Sie zum nächsten Ausgang. Alles sicher. Partybot-Sequenz gestartet. Ich hatte nie Unterricht. Merkt man das? Roboter haben ein... Es ist alles in Ordnung. Ein Roboterleiter. Bleep, beep, bloop. Meine Bewegungsparameter rocken. Meine Systeme laufen optimal. Alles in Ordnung. Alles sicher. Hier Leitstelle, wir haben unbefugtes Betreten. Bitte reagieren. Liebespot-Sequenz gestartet. Jemand lust auf echtes Online-Dating? Oh, meine Drähte laufen heiß. Jemand lust auf echtes Online-Dating? Oh, meine Drähte laufen heiß. Ja.
jemand Lust auf echtes Online-Dating? Oh, meine Drähte laufen heiß. Meine Kerntemperatur steigt. Nicht zugelassene Software entdeckt. Deinstallation läuft. Deinstalliere nicht lizenziertes Programm. Nichts zu vermelden. Alles sicher. Sektorprüfung abgeschlossen. Es ist alles in Ordnung. Bleep, piep, bloop. Alles sicher. Wrench, das EMP ist bereit. Wo ist Junior jetzt? Er ist bereit und in der Abladezone. Kannst du die Tür für mich öffnen? Wird gemacht. Schwärmt aus! Es ist alles im Laufen optimal. Ja, ich denke...
Okay, kleiner Kerl. Heute ist dein Tag. Mach uns stolz. Was ist los? Okay, Junior kann abgeholt werden. Nächster Halt, Tidus. Ranch, wir müssen Kriegsrat halten. Ich habe eine Idee. Ich schicke dir ein paar Koordinaten. Eine Spezialmission. Marcus, triff mich vor Tidus, wenn du fertig bist. Bei dem Silicon Valley-Schild. Schmeißt du hier jetzt den Laden? Nope. Das meiste wird Marcus machen. Aber ich werde alles tun, was ich kann, damit er da reinkommt. Wir sehen uns dort, Ray.